Hallo liebe Zauberfreunde, willkommen zu einem neuen Review vom Magic Shop. Heute mal wieder mit Andreas. Servus. Gut, was tun wir heute Gutes? Wir haben Apokalypse 2.0. Wir haben Lubor, quadratisch praktisch. Und wir haben Dexterity. Jetzt haben wir es. Lubor. Andreas. Coole Nummer. Deine Meinung. Coole Nummer, der Lubor. Letztendlich nichts Neues. Kennt der ein oder andere schon. Aber schön gemacht, schön verpackt. Schöne Schächtelchen. Beide, sowohl der äußere als auch der innere. Mit sehr viel Liebe zum Detail, muss man sagen. Genau, mit sehr viel Liebe zum Detail. Für die Haptik ist das, was momentan drauf bedruckt ist, kann man alles noch draufkleben. Da sind auch noch Etiketten dementsprechend mit dabei. Was es so zu einem richtigen Paket macht, was man eigentlich vom Postboten bekommt. Genau, richtig. Also, dass man auch schön aushändigen kann in dem Moment, dass die Zuschauer einfach mal anlangen können und dass der wirklich echt ist. Also, schöne Nummer. Ja. Der Trailer ist in Ordnung. Das, was man auf dem Trailer sieht, sieht man auch in der Anleitung, im Anleitungsvideo. Es ist ein leichtes Handling, easy zu lernen. Mit unterschiedlichen Varianten. Genau, also eben nicht nur eine Variante. In der Anleitung wird tatsächlich gezeigt, wie mache ich es, wenn ich das Ganze im Stehen präsentieren will, wie mache ich es, wenn ich es irgendwann am Tisch präsentieren will, werden einem Tipps gegeben. Schöne Geschichte. Ja. Untersuchbar bedingt. Außer anzugeben. Ja, einzeln ja, zusammen klassisch würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Würde ich auch nicht tun. Nur den Spaß weg von der. Das muss auch nicht sein. Ich meine, ich denke mal, wenn man vorführt, der Effekt bringt so einen so verblüffenden Effekt. Das ist ein verblüffender Effekt. Genau, ist ein Aha-Effekt mit dabei. nette Geschichte. Ist keine reine Pappmasche auch, die Kartons beide, sondern es ist kunststoffbeschichtet. Also hat auch eine Langlebigkeit irgendwo. Insofern schön. Würde ich auch so sehen. Lubor, ich gebe dem Lubor aufgrund seiner Verarbeitung, die, was auch nicht immer selbstverständlich ist, sehr detailverliebt, detailgetreu und auch eine gute Verarbeitung hat, gebe ich Lubor 80%. Bin ich knapp, ich gebe ihm 77%. Gut. Lubor. Kommen wir zum nächsten Produkt. Dexterity. Da könnt ihr euch leider keinen Trailer anschauen. Nee, da ist nichts dabei. Kein Trailer, ist aber auch, glaube ich, für dieses Produkt nicht wirklich erforderlich. Nee, ist selbsterklärend. Das ist selbsterklärend. Übrigens könnte man sich ein paar ältere Anleitungen durchlesen. Da auch diese nette mathematische Kartenfinderei. Ist von der Verarbeitung eigentlich nett gemacht, gut, aber nichts Neues. Es ist, man muss ein bisschen auswendig lernen, gut, und dann findet man auf mathematischen Wege eine Karte. Okay. Ja, dem gibt es von meiner Seite nichts hinzuzufügen. Ist ein altbewährter Effekt. Ob man jetzt das in DIN A4 Größe unbedingt braucht, was für die Bühne eigentlich zu klein ist, für einen Tisch eigentlich zu groß ist. Die Bühne wäre zu klein. Muss ich gestehen, mich hat es jetzt nicht vom Hocker gerissen. So richtig begeistert sind wir da aber nicht irgendwie, oder? Nicht ganz. Nicht ganz. Gut, dann Dexterity. Ich gebe diesem nicht ganz neuen Produkt in einer neuen Variante mathematisch genaue 73%. Ja, ich gehe von der Bewertung her mit meiner Begeisterung mit und gebe ihm 45%. So viel zu Dexterity. Kommen wir zu unserem heutigen letzten, meinem Lieblingsprodukt. Apokalypse 2.0. Ihr müsst euch unbedingt den Trailer anschauen.
Also wo diese nette Brünette ihren Revolver aus der Tasche holt. Super. Hat mir gefallen. Also es ging darum, dass sie die Sachen, die sie in der Tasche hatte, rausholen sollte und nachher der Magier dann eben mit seiner Vorhersage das richtige Teil, was sie halt in der Tasche hatte, dann auch vorhersagen konnte. Die Pistole hat aber nicht akzeptiert, oder? Ah, ich glaube, die war nicht in der engeren Auswahl. Nee. Nein, genau. Musst du sie wieder wegtun. Trailer, super cool. Ja. Also, der Trailer ist wirklich okay. Also, er ist nicht nur auch, dass sie die Waffe da rausholt, sondern er passt auch zu dem, was in der Anleitung DVD erklärt wird und was man dann auch wirklich damit tun kann. DVD. Jean-Pierre Valerino hat das besprochen. Ich weiß nicht so genau, ob er jetzt auch Englisch gesprochen hat oder Französisch. Er brabbelt im Hintergrund. Aber ich glaube, den Kumpel haben sie vorsichtshalber da mal mit den haben sie gleich synchronisiert. Den haben sie gleich synchronisiert, prophylaktisch, damit da nichts schief geht. Auch gut. Okay, aber der synchronisiert hat, ist gut verständlich. Der ist der englischen Sprache auf jeden Fall mächtig. Aber grundsätzlich bedarf es auch nicht so der so vielen Worte, um diesen Effekt zu beschreiben. Also DVD ist soweit gut gemacht. Es ist da ein Wallet mit dabei. Ja. Finde ich ehrlich gesagt. Die passt für das, was man so benötigt. Also das ist schön, ist genau das Wallet, was auch im Video dabei ist. Wirklich gut. Also man muss sich nicht dazu suchen, wie man sonst oft hat, dass man sagt, ja, nutzen Sie irgendein Wallet, sondern das ist mit dabei, die Qualität ist in Ordnung. Die Erklärung ist schön mit dabei. Es wird mit freier Wahl. Oh, no force steht hier. Genau, no force. Freie Wahl des Zuschauers, da wird mit beworben. Ja, das stimmt leider nur bedingt. Also mit der Waffe hat es nicht funktioniert, mit no force. Richtig. Die durfte sie nicht. Okay, vielleicht war es auch nur ein Gag. Aber gut, die meisten Männer kennen wahrscheinlich den Inhalt ihrer Frauen und können daraus ableiten, was die Zuschauerin da alles in ihrem netten großen Handtäschchen hat. Obwohl die Frauen einiges drin haben, ne? Also man sollte gut präpariert sein, um alles das zu berücksichtigen. Letztendlich gibt es auch mehrere Möglichkeiten oder verschiedene Outs, die man wählen kann. Wer da ein bisschen kreativ ist, kann das Ganze vielleicht noch ein bisschen umgestalten. Aber eine schöne Variante. Ist eine schöne Variante. Genau. Wenn es 100% hinhaut, tatsächlich no force, freie Zuschauerwahl. Ansonsten vielleicht leicht eingeschränkt, aber alles kein Beinbruch, alles schön darstellbar. Ja, würde ich auch so sehen, ist jetzt mal eine neuere Variante. Ja, wie gesagt, mit dem Revolver. Lässig. Ein Degen wäre da besser gewesen. Das Finale ist mit einem Briefumschlag. Den muss man natürlich am sinnvollsten irgendwo vernünftig aufschneiden. Das heißt, da habe ich das Thema, habe ich ein kleines Cuttermesser dabei, habe ich einen Brieföffner dabei. Oder verlasse ich mich darauf, dass die Frau eine Nagelfeile dabei hat. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Gut wäre es halt, wenn ich dann vielleicht irgendein Cuttermesser oder so an Mann hätte. Ja, oder wenn die Frau das Springmesser dabei gehabt hätte. Wäre auch super gut gekommen, gewesen, ja. Aber den Briefumschlag aufschießen ist schwierig. Ah, das ist... Bringt zwar viel Spaß in irgendeiner Bar, wenn man die Revolver auf den Tisch legt, aber gibt vielleicht dann doch in dem einen oder anderen Land ein bisschen Stress. Genau. Anyway. Gut gemacht. Verhält, was er spricht. Verspricht. Ja. Ja. Ich gebe Apokalypse 2.0 von Pierre 88%. Da packe ich einen drauf, 89. 89. Super. Apokalypse 2.0. Das war's für heute wieder. Danke, Andreas, für deine Unterstützung. Gerne. Wir sehen uns wieder. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao.